Hallo meine Freunde der Sonne, das sind wir wieder, weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und lang ist es her, aber heute reagieren wir wieder auf Dummtüsch und heute V12-Motor freischalten, alles kaputt. Ja, ein V12-Motor ist ja nie in einem normalen Auto und ich würde mal meinen, weil die haben ja mal einen Panzer irgendwie bekommen. Denke ich mal, dass sie den Panzer freilegen. Also, dass sie den Motor vom Panzer raus. Und Freunde der verrückten Unterhaltung, vorab erstmal ein frohes neues Jahr an euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, trotz großer Einschränkungen. Ja, dass ihr es nicht übertrieben habt. Wir haben es natürlich auch nicht übertrieben. Wir saßen alle fein zu Hause. Saugeil, dass das Video von unserem Kettenschlepper so gut bei euch angekommen ist. Gab natürlich ein bisschen Verwirrung. Panzer, nicht Panzer, Kettenschlepper, Kettenschlepper hinher. Weiß man nicht. Aber es ist ein Kettenschlepper. Ein Berge- und Kettenschlepper, wo war's? Eigentlich, weil euer Kettenschlepper, Schrägstrich, Bergepanzer. Das ist kein Panzer! Aber viele Kommentare, die sehr hilfreich waren, wo wir auch mit Sicherheit nochmal den einen oder anderen Kontakt aufnehmen werden, weil die doch sehr, sehr, sehr kompetent rüberkamen. Jetzt vorab, unsere Mütze erhältlich im Shop. Genau die, ihr kennt sie. Die gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit grob gestickt und eine etwas fein gesticktere. Schneid mal bei dummtypen-shop.de, da könnt ihr euch nochmal durchstöbern. Ja, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video starten, wir haben wie jedes Jahr eigentlich geplant, wieder eine kleine Filmpause zu machen. Soll natürlich nicht heißen, dass ihr natürlich nicht unsere Videos gucken dürft, sondern weiter fleißig auch die älteren Sachen gucken könnt, weil wir haben gesehen durch die Kommentare, dass ganz häufig Fragen gestellt werden, ob wir das oder das mal machen könnten, was wir allerdings schon gemacht haben. Oder 4 oder 5 Jahren schon gemacht haben. Wie gesagt, schneid einfach mal in unserer Playlist vorbei. Witzigerweise ist also ein kleiner Fun Fact. Ich bin ja noch nicht so lange auf YouTube unterwegs. Und selbst ich werde jetzt neuerdings öfters mal auf Instagram oder Twitter gefragt, ob ich auf das oder das Video reagieren kann. Oder ob ich das und das Let's Playen kann. Und denke ich mir manchmal so, okay, also die Reaction zum Beispiel ist mit sehr weit oben verlinkt, also unter Uploads und dann die besten Videos oder das Let's Play sieht man auch sofort. Also man kann ja auch mal vorher, ich habe ja keine Milliarden Videos, ne, man kann ja vorher mal ganz kurz gucken, ne, mit Augen gucken und ja. Da könnt ihr auch nochmal die Punkte sehen. Jetzt starten. Muss man nicht machen. Panzer. Oh. Haben wir denn vor? Wir haben gar keinen Panzer. Ja, wir nennen das mal so. Wir nennen den Panzer gleich Raubenschlepper, ist alles das gleiche. Genau. Für uns, ne? Da muss keiner sich angegriffen fühlen. Doch, da solltet ihr euch jetzt alle angegriffen fühlen. An alle Hater, ihr macht es mal besser. Genau, kauft euch selber einen Kettenschlepper. Oh, das war ein Diss. Wir nennen es einen Panzer. Weil die sich das nicht leisten können. Das ist halt nur kein Kampfpanzer. Vielleicht wieder in den nächsten Umbauten ein bisschen Panzerung erfolgt. Wollte ich gerade sagen. Kann man doch machen. Kommen die Russen. Da machen wir eine schöne mehrere Metallbeschichtungen, Legierungen drauf. Dann kommt oben ein schönes stationäres leichtes Maschinengewehr. Ne? Und ich weiß gar nicht jetzt die Rohrengröße. Wie sind denn das? Wie sagt man das bei den. Ich weiß gar nicht, wie groß sind solche, ungefähr solche Geschosse. Weiß ich nicht. Wie groß ist so ein Panzerschuss? 10 cm? Sagt man dazu dann 10 cm Geschoss? Also ich kenne mich mit so kleinen Patronen aus. 7,76, 5,56 oder sowas, aber egal. Wir bauen den Motor aus. Wir versuchen es. Wir werden erstmal loslegen. Und dann der werden kommt wir dann aufs Fahrrad. Vielleicht werden sich die Pläne nochmal ändern. Aber wir werden erstmal viel zerlegen da dran. Leider. Ja, was war natürlich die Problematik bei diesem Motorausbau? Da ist ein Haufen Scheiße drum gebaut worden. Also, ich würde jetzt auch nicht Panzer sagen. Ja, oben drauf, die beiden Batteriefächer müssen runter quasi. Die sind wieder verbunden mit diesen ganzen Seiten. Allein schon. Und da kann ich mich jetzt mega täuschen. Aber wenn man sich mal das hier so anguckt, also man könnte ja mal testen, ob, also ich glaube, man kommt da relativ schnell mit einer Kugel durch, ne? Also da fehlt auch einfach die Panzerung, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten als Laie, ne? So, aber hier, die miteinander und dahinter der Kabine verschraubt sind, quasi das ganze Viereck, was hier oben drauf steht, muss runter.
Ja, ja, damit werden wir jetzt erstmal die Batterien runterheben mit unserem domtüch-eigenen Bagger. Haben wir uns extra dafür gekauft. Egal! Ich hole mir jetzt erstmal eine Leiter. Einfach mal einen Bagger kaufen. Ja, Deipe! Ja. Die leben halt einfach den Traum von übelst vielen Männern, ne? Ja, aber das hat's auch geschafft. Gute Rombat! Wie geil das ist, ey! Ich bin gerade so fasziniert vom Bagger. Also, liebe Frauenwelt da draußen, wenn ihr euren Mann glücklich machen wollt, kauft ihn doch einfach mal einen Bagger. Glaubt mir, also das ist ein Männertraum. Das ist wirklich, ich kenne keinen Mann, der nie gerne einen Bagger hätte. Hi! Ach, Alter. Nicht schlecht. Ja, euer Bauer Agrarwetter, ne? Das tut's so das gut. Kannst du sowas von in eine Tonne treten, das ist gar nichts. Das ist ein richtiges Bauernding. Ist das nicht gut auf dem Feiertag hier stehen? Im Regen? Ja, heute ist der Erste, ne? Pissen zu lassen? Heute ist Neujahr, der erste. Ja. 2021. Das Jahr startet so gut, ich tu's bald nicht mehr. Da ist er jetzt schon zum Tode verurteilt, das Jahr, oder wie ist das? Ich hab mal nehmen einen Schlagschrauber, du, hör mal. Du hast dir auf den Kacker und nur einen Schlüssel hast? Also die neue, oder was? Neue Vorsätze, gute Vorsätze, oder was? Mehr, mit mehr Handbetrieb. Das ist der Luftfilterkasten. Das ist im Grunde genommen. Aber ich überlege auch gerade, also, ne, ich denke mal, so ein Tiger oder sowas, ne, darf man ja auch nicht einfach besitzen. Der wird ja eh entwaffnet, ne? Nennt man das? Also, die Waffen werden dort demontiert und sowas, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob man den dann. Da darf man den, also, erstmal, man hat gar nicht das Geld, sich einen richtigen Panzer zu kaufen. Und zweitens, ich weiß gar nicht, da darf ich glaube, das darf man doch gar nicht, oder? Man darf da jetzt nicht sagen, jo, man kauft sich jetzt einfach, man kann sich auch jetzt nicht einfach einen Jet kaufen, aber gut, also in Deutschland gibt es eh keine Jets, die funktionieren, davon abgesehen, aber kann man ja auch nicht sagen, jo, Privatgebrauch. Kann man ja jetzt auch nicht sagen, jo, man startet jetzt irgendwie von Dings aus, von seinen Garten nennt man das, genau, Garten. Sorry, ich habe keinen, deshalb, weil das ist gerade so lange gedauert. Man schaut jetzt einfach vom Garten mit dem Chat. Keine Ahnung, das ist eine ganz grobe Filtermatte. Ich denke mal, dass es quasi wie ein Ölbad-Luftfilter ist. Dass man das quasi alles in Öl, entweder ist da richtig Öl drin oder nicht. Aber das werden wir noch sehen. Das wiegt nach Kompetenz, ne? Ich möchte diesen Mann immer riechen. Danke, danke. Ich weiß. Sagen meistens die Frauen zu mir, wenn ich 3 Jahre nie geduscht hab. Ah! Wow! Sag mal, Stefan! Was ist das für ein langes Gerät? Kleine Verlängerung. Klar, wollte ich kommen. Damit ist man weit weg von der Arbeit. Somit hält man sich die Arbeit fern. Aber warum machen die jetzt den Motor raus? Das verstehe ich nicht. Ey, ich würde mit den Dingen den ganzen Tag fahren. Ganze Zeit. Stellt euch mal vor, durch die Alpen oder Erzgebirge. Langsam. Sächsische Schweiz. Schau mal, hast du alles im Griff? Alles im Griff. Da hast du losgebracht. Olma! Da zieh, da kennst du dich ja ein bisschen mit aus. Alles kaputt ziehen am besten. Weiß nicht das! Guck mal, was passiert! Jemand reißt die und bleiben kaputt! Oh, der ist sowas von rottig, der eine reißt er ab! Da bin ich drum! Nehme an! Jetzt könnte man. Sag ich gerade, einer reißt ab, der ist nochmal rode! Dings, so ein Partybus-Bus mal! Ja! Ist fertig, der Scheiß! Wollen wir wieder zusammenknüppen hier, den Mist! Ja, machst du ihn wieder neu, ne? Alter. Hätten wir mal zusammengelassen. Da muss immer Eigentor schießen müssen. Ich weiß nicht, was das soll. Toll. Der ist richtig fertig. So, es passt wieder zusammen. Eben eine Naht dran gelegt, wa? Ja, dann legen wir eine Naht dran. Du. Eine Dauer legen wir noch nah dran, du. Da kannst du doch nicht mehr flicken, der Scheiß hier.
Boah, ich hab schon gesagt, ich würde mit den Dings... Den könnte man eigentlich auch ganz gut als Abschlepper jetzt benutzen, ne? Hinten die Fläche. Wie bist du zufrieden mit dem bisherigen Fortschritt? Nicht gut. Also es ist runter... Muss ich eigentlich noch ein bisschen rum? Jetzt hast du einen Fleck drauf. Müsste der deutsche Beton ja aushalten, eigentlich. Ich hätte mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt, auf jeden Fall, dass es nicht so vergammelt ist. Aber das kriegen wir wohl hin. Tims Lieblingscafé ist der Starbucks Pike Place. Nee. Für seine Nespresso-Maschine. Nee, mag ich nie. Noch nie getrunken, deshalb mag ich nicht. Ich könnte jetzt ein Zitat in den Raum schmeißen. Mit Panzern. Mit Panzern. Von Michael? Also, komm mal hier eben runter. Da. Ist das kompetenter? Ja. Wow. Nehmen wir ein Bier an. Ja, ich würde sagen, den V12er könnte man jetzt eigentlich aufs Elektrofahrrad dran machen. Ne? Kann man ja hinterher schieben. Ne? Also man kann ja die ganzen Verbindungen, dann macht man hinten, nimmt man einen Wagen mit. Ne? Da ist man schnell unterwegs. Bausätze gab. So. Scheiße. Was haben wir jetzt so gemacht? Wie lange hat das gedauert? Der kann man mit dem Fahrrad so einen Panzer anschieben. So lange hat das, glaube ich, gar nicht gedauert. 2,5 Stunden oder so. Walnuss. Aber auf jeden Fall jetzt hier erstmal alles ein bisschen freigelegt. Ah! Da haben wir gesehen, dass alles doch ein bisschen sehr vergammelt ist. Kühlerpaket 1, der zweite ist schon weg. Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Ja, auf jeden Fall. Also die Kühler an sich sehen noch gut aus. Aber die ganzen Leitungen und... Ja. Wir machen das schon. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall jetzt beim Motor. Vielleicht... Was sieht man hier jetzt erstmal? Sieht man Motor. Was ist das alles für? Das ist auf jeden Fall eine Klopperlichtmaschine. Ja, ich könnte mir vielleicht schon fast schon vorstellen, dass wir den jetzt so schon abdichten können. Aber das müssen wir uns nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Ja. Aber ich denke mal, wir werden jetzt mal ein bisschen rumdebattieren und dann gucken wir mal, was wir machen. Wie immer. Das wird sich generell jetzt alles hier ein bisschen ziehen. Aber jetzt erstmal Leitungen bestellen werden. Je nach Zeit werden wir dran gehen. Und da wir leider nicht viel Zeit immer haben. Achso, die wollen wieder... Wir werden jetzt mal hinten die Seitenwand alles runterbauen. Die wollen wieder fahrbar machen. Gummi ist der Hammer, Kameramann. Da, dieses dicke Rohr, was da? Das ist die Standheizung. Das? Dicke? Ja. Was? Ach krass. Siehst du hier hinten die dicke Kammer? Ja. Da ist quasi eine Brennkammer. Die siehst du. Ah ne, das ist... Hier müssen, da unten gehen ja Wasserschläuche drauf. Ja. Ja, und da vorne ist... Da ist eine Pumpe. Ich habe gar keine Ahnung von russischer Technik. So, Turbolader ist das doch. Ist der Turbo oder der Turbolotto? Das hier ist der Öltank. Guck mal, hier ist die Ölpumpe. Ja, da ist die. Ui. Boah, also. Kokain. Koks. Guck mal, hier ist die Ölpumpe. Tust du noch? Oh, ist was Neues! Oh, da hätte der Kaut! Pack das Monster weg, hier gibt's nur Bier! Ich will kein Bier! Wie, du willst kein Bier? Ich will kein Bier! Raus, weg, Dollar. Aber ganz schnell, weg hier! Warte! Obwohl, mit Monster hätte er mich auch. Das ist eine 12 geworden. Nee, das ist eine 12 geworden. Ich brauche eine 12. Warte, ich kann die Arbeit nicht sehen, ich muss mal weit weg davon. Ja, ich merk's schon. Los! Machst du dich da gerade ein bisschen lächerlich drüber? Wir haben noch ein paar, aber wie war das? Ja, wie man sieht, haben wir noch ein bisschen was aufzuräumen und sauber zu machen. Wenn wir das auf jeden Fall gemacht haben, werden wir mal weiter gucken, ob wir den Motor nicht vielleicht sogar doch drin lassen. Weil bis jetzt ist noch alles relativ zugänglich. Aber... Wir gucken noch mal ein bisschen, popeln ein bisschen in die Nase. Ein bisschen Nase bohren. In der Nase bohren. Melden wir uns im nächsten Video wieder, was unser Plan ist. Ach, schade. Vielleicht ist jetzt ach, schon vorbei. Ach, krass. Besser von ist. Ja, aber auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall weitergehen. Aber wir müssen hier mal eben ein bisschen klar Schiff machen.
oder nicht? Boah, was man mit einem V12er alles machen kann, wie es ist. Wie wir schon in den anderen Kommentaren gelesen haben, gibt es da einige, die ganz viel Ahnung davon haben. Vielleicht könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob man nicht den Motor doch rausheben muss, weil da unten noch imaginäre Leitungen sitzen, die man so gar nicht sehen kann. Die imaginäre Leitung. Oder lässt man das so, weil man so alles an der, irgendwie alles irgendwo drankommt. Naja. Man riecht sich. Schau. Schau. Ja, schneid aber mal so im Shop vorbei, wie gesagt. Die tollen Mützen hier. Die tollen Mützen hier. Ja, hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut aber bei Instagram vorbei, da werden wir dann die ein oder anderen Fotos nochmal posten in der Zeit, wo wir dann Pause machen. Wie lange die Pause andauern kann, wissen wir noch nicht. Liegt eigentlich nur an Stefan. Oh, schau dann. Lüge. Schau. Hey, schau. Interessant, muss ich echt sagen. Also erstmal, der Bagger hat mich mega fasziniert, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, der Bagger hat mich mega fasziniert. Also, es ist ein Traum von jedem Mann, einfach mal so mit dem Bagger zu fahren. Die leben halt einfach und dann einfach an in so einen V12-Motor rumzubasteln, an ein Kettenfahrzeug und. Die leben halt den Traum. Den America Dream. Ja. Oder deutschen Traum. Also so viele Träume. Ja, die leben eigentlich jeden Traum von der ganzen Welt. Von jedem Mann. Ist einfach so. Wir wollen kein Lego, wir wollen solche Dinger haben. Also, liebe Frauen, auch wenn der Garten vielleicht nicht so ganz groß ist, kauft uns einen Bagger, bitte. Ein Bagger, ein Panzer, das reicht. Damit wäre ich schon erstmal glücklich. Ne? Würde ein bisschen rumbaggern. Aber da darf ich das sogar, ne? Offiziell baggern würde ich dann mit dem Bagger. Ne? Das dürfte ich dann sogar. Ja, ich bin echt gespannt, was sie noch machen und ob die den Motor raus, den Motorblock dann rausheben. Und ja, ob sie das Ding wieder zum Laufen bringen. Das ist noch viel interessanter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für den Reaction-Vorschlag. Hat mir wieder mega Spaß gemacht. Und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss!